Okay. Dürfte passen. Gut, ich habe eben gerade eine alte Eisenpfeile von mir irgendwie, naja, mehr oder weniger gut umgeschmiedet, um daraus einen Feuerstahl zu machen, also einen Funkenstahl. Das funktioniert deshalb mit Eisenpfeilen, weil die einen hohen Kohlenstoffgehalt haben. Wenn man so einen Feuerstein, ich habe mir extra einen größeren genommen, so ein Feuersteinchen hier nimmt und dann einen kohlenstoffhaltigen Stahl schnell drüber steckt. Also nicht mit viel Kraft, sondern wirklich nur mit hoher Geschwindigkeit. Dann funkt er. Ja. Nochmal ein bisschen eine scharfe Kante suchen. Hier. Und damit kann man dann Charcoal, also so ein aufgekohltes Tuch oder sowas, kann man damit ganz gut mit den Funken quasi anbekommen. Wie man das herstellt, gibt es nochmal in einem anderen Video. Ja, warum habe ich die Pfeile zumindest grob umgeschmiedet? Also ich habe mir hier eine glatte Kante gemacht. Das war wichtig, damit man eben Kante auf Kante den Kohlenstoff gut rausklopfen kann aus den aus der Pfeile. Ich habe jetzt hier mal eine noch unbearbeitete kleine Pfeile einfach so direkt aus dem Baumarkt und das funktioniert auch. Das ist nicht das Problem, aber ihr macht halt jedes Mal die Kante wieder total kaputt damit und müsst dann jedes Mal eine neue Kante klopfen und das ist, oder in regelmäßigen Abständen, und das ist halt irgendwie schwierig, aber ihr könnt theoretisch auch einfach irgendwie eine kleine Pfeile aus dem Baumarkt nehmen. Das funktioniert genauso gut. Ja, man sieht es, es klappt sowohl damit als auch damit. Wobei das Selbstgeschmiedete halt wesentlich besser funktioniert. Jo. Wie gesagt, man hätte auch eine normale nehmen können. Ich habe es jetzt so gemacht, weil wenn ich die Schmiede schon gebaut habe, dann nutze ich sie halt auch. Der ist jetzt nicht sonderlich schön geworden. Das geht mit Sicherheit viel schöner und wesentlich intensiver, aber ich bin halt auch kein Schmied. Und habe einfach noch viel zu wenig Erfahrung damit. Wird aber besser werden. Und ja, hiermit funktioniert. Also wenn man das, Charcoal und dieses Charcloth, Charcoal, wie auch immer, und die hier nimmt und macht sich das mit so ein bisschen verkohltem Stoff in ein Päckchen, hat man immer die Möglichkeit, eine Glut zu erzeugen in kürzester Zeit. Und damit auch erfolgreich Feuer zu machen. Jo. Soweit, so gut. Danke.